Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans. Nach Rulandica, nach Tripsdrill und nach dem Phantasialand folgt jetzt auch mal wieder ein relativ klassischer Videoblog aus dem Europapark. Und was liegt an einem freien Tag, den ich heute habe, näher als um 6 Uhr aufzustehen und um 7 Uhr am Park zu sein? Ja, wie heißt so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich stehe hier jetzt am Europapark Hotel Resort und zwar genauer gesagt vor dem Hotel El Andalus. In dem werden wir nämlich heute Nacht schlafen. Und ich möchte das Hotel El Andalus euch eigentlich mal nicht vorenthalten, denn das ist ein Hotel, das habe ich in dieser Saison relativ lieb gewonnen. Und ich weiß, ich zeige euch momentan echt viele Freizeitparkhotels, Europapark, Phantasialand. Aber ich finde, das ist trotzdem wert, dazu aber später mehr. Ich werde jetzt gleich um 8.30 Uhr den verfrühten Zugang für Hotelgäste nutzen. Den könnt ihr auch mit eurer Clubkarte nutzen. Wichtig ist, wenn ihr eine Clubkarte habt, lasst die an der Rezeption freischalten, denn normalerweise kommt man ja mit der Clubkarte nicht durch den Hoteleingang rein. Das geht allerdings dann, wenn ihr Hotelgäste seid, trotzdem. Ja, ich stehe jetzt hier vom noch geschlossenen Hotelzugang in den Europapark rein. Die öffnen immer so zwischen 7:45 und 8.30 Uhr. Und wie ihr seht, weit und breit noch keine anderen Hotelgäste. Gut für mich, denn um 8.30 Uhr öffnet eine gewisse Anzahl an ausgewählten Attraktionen im Europapark, unter anderem auch der Blue Fire Mega Coaster. Und da möchte ich natürlich direkt hin, denn ich möchte heute in der Zeit, wo ich im Park bin, mal versuchen, auch mit Virtual Line so viele Dinge wie nur möglich zu schaffen. Das ist eine Challenge an mich selber. Ja, vor einem Parkbesuch ist ganz wichtig, dass ihr euch schon vorbereitet, dass um 9 Uhr Virtual Line ohne Probleme funktioniert. Und zwar seht ihr hier in der App gibt es einen Reiter Virtual Line mit verschiedenen Attraktionen, unter anderem auch einige Hauptattraktionen wie Blue Fire, Eurosat oder Wodan. Um Tickets zu hinterlegen, geht ihr in der App auf den Profil-Button und dann hier auf Tickets zur Virtual Line hinzufügen. Ihr könnt aus Ticketbestellungen hinzufügen, Europapark-Ticket scannen oder wenn ihr eine Clubkarte habt, hier eure Ticketnummer eingeben. Wenn ihr dann auf Hinzufügen klickt, sind die Tickets hier in der App hinterlegt. Ihr könnt meines Wissens nach mehrere Tickets in die App hinzufügen. Wollen wir bitte warten, bis wir Tore alle aufmachen? So, meine Fitness macht sich bezahlt. Ich habe nur noch eine Person vor mir und ich glaube, ich kann ein bisschen langsamer machen. Puh, morgendlicher Sprint zum Blue Fire Mega Coaster. Jetzt wird es aber für das lange Warten auf jeden Fall eine First Row Fahrt, hoffe ich doch. So, um Punkt 8.30 Uhr ist jetzt soweit und der Wartebereich von Blue Fire und somit auch die Achterbahn habe geöffnet. Und das frühe Dasein am Hoteleingang hat sich echt gelohnt, denn hinter mir hat sich jetzt schon eine riesige Schlange gebildet. Und während die jetzt erst warten müssen, bis sie fahren können, kann ich jetzt durchlaufen und direkt einsteigen. Und ich würde sagen, die erste Attraktion meiner Challenge, die ich übrigens für 1,5 Stunden angesetzt habe, also jetzt ist 8.30 Uhr und bis 10 Uhr versuche ich, so viele Attraktionen wie möglich in dem Zeitraum zu schaffen. Jetzt freue ich mich erstmal auf eine morgendliche Fahrt auf dem Blue Fire. Okay. Boah,
ich hoffe, ich bin gespannt, wann es losgeht. Oh! Und plötzlich ging's los. So, wir haben jetzt 20 vor 9 und ich bin jetzt bereits Blue Fire in the First Row gefahren. Das war jetzt relativ witzig, denn wir sind am Lounge länger stehen geblieben und der Countdown lief dann zwar runter, also die Animatronic hat gesagt, wir haben ein Problem. Die Tore gingen dann aber nicht auf und das war jetzt insofern spannend, weil man wusste dann nicht, wann mal abgeschossen wird. Ich habe gehofft, es wird ein Fehlstart, aber mir habe es dann doch über die Kuppel, über den Horsehoe geschafft. Und jetzt gehe ich in die Richtung Tiroler Wildwasserbahn. Die möchte ich noch mitnehmen und dann um Punkt 9 Arthur fahren. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Jetzt jodeln. Und hier jodeln, kennt ihr ja. So. Es geht um Zeit, Leute. Ach ja, eine morgendliche Fahrt allein im Boot auf der Tiroler Wildwasserbahn. Es ist jetzt ja 8:45. Zweite Großattraktion geschafft. Ich hoffe aber, ich komme ein bisschen trocke raus, weil heute Morgen ist tatsächlich noch ziemlich frisch. Shit! Ah! Oh! Ja, okay. Oh, es geht echt, es geht echt. So, noch ist noch nicht 9 und keine Wartezeit beim Alpe-Express. Dann nehme ich die Attraktion natürlich auch gleich mit. Ich mag den Alpe-Express übrigens sehr. Ich mag diese klassische Mine-Achterbahn-Optik. Ich mag die Diamantehöhle und ja, einfach ein cooler, klassischer Powered Coaster von Mack Rides. Vor 9, drei Großattraktionen hier im Europapark geschafft und ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zu Arthur und versuche um Punkt 9 ein Virtual Line Ticket für Wodan zu ziehen. Wenn mein Plan aufgeht, dann bin ich schon recht gut durchgekommen heute Morgen. Okay, besser kann es nicht laufen. Der Märchenwald hat gerade, als ich kam, aufgemacht. Hier sind jetzt entsprechend viele Leute, aber als Freizeitpark-Fan weiß man natürlich die Schleichwege zu nutzen. Und zwar, wie man badisches sagt, hinterrum. Genau. Ja, das kann natürlich auch passieren. Ich stehe hier in der Queue-Line von Arthur, wollte mir jetzt um Punkt 9 ein Virtual-Line-Ticket auf Wodan ziehen. Und wie ihr seht, Arthur zählt wohl nicht mehr zum Europapark. Und dementsprechend kann ich mir jetzt kein Virtual-Line-Ticket ziehen. In dem Fall muss ich Wodan wohl streichen. Oh.
der Märchenwald zählt wohl wieder zum Europa-Park. Und jetzt habe ich ein Virtual-Line-Ticket für Eurostat Cancun Coaster, weil Wodan ist schon ausgebucht, beziehungsweise ein später Zeitraum. Und ich möchte ja vor 10 Uhr so viele Attraktionen wie möglich schaffen. Und ich kann auch direkt fahren. Das sieht man dann, wenn man hier dieses Ticket angezeigt kriegt. Und deswegen geht es jetzt ab zum Cancun Coaster. Ich bin wahrscheinlich schon jetzt das zusammengelaufe hier im Park, was manche Besucher an einem ganzen Tag machen. Ihr seht schon eine ziemlich große Schlange beim Cancun Coaster. Ich kann mich jetzt dank Virtual Line dran vorbeimogeln. Freue ich mich jetzt auf eine Fahrt. Hi. Danke. Und das Gute an Virtual Line, wenn man in einer anderen Queue-Line steht, kann man bereits sich in neue Attraktionen einbuchen. Und ja, es ist tatsächlich meine geliebte Euromir geworden. Wir haben jetzt 9.20 Uhr, ich bin jetzt eine knappe Stunde im Park und habe jetzt bereits 5 Großattraktionen geschafft und das nächste Virtual Line Ticket wartet schon auf mich und zwar gehe ich jetzt für euch dahin, wo es richtig weh tut und zwar zur Euromir, meine zweite Fahrt erst in dieser Saison und meine Freude ist riesig. Ist, wenn man rückwärts die erste Abfahrt runterfährt, fährt man der Rest vorwärts. Darauf habe ich spekuliert. Nein! Ich möchte den Ride of Happiness! Ich möchte den Ride of Happiness! Ich möchte den Ride of Happiness hier im Berg! Nicht das! Ah. So, letzter Fahrt. Letzte Fahrt. Ich fahre das erst wieder, wenn hier His Be Waiting for the Storm läuft. So, wir haben jetzt 9.35 Uhr und ja, wenn man 8.30 Uhr als Stichpunkt nimmt, da hat nämlich Blue Fire geöffnet, bin ich jetzt in einer guten Stunde 6 große Attraktionen hier im Park gefahren. Also es war Absicht, dass ich mich nicht nur auf die kleinere beschränkt habe, sondern wirklich versucht habe, große Attraktionen zu fahren. Aber ich habe noch 25 Minuten und ich schaue jetzt mal, was ich in der Zeit noch actionreiches mache. Sogar der Bar Express wird getrimmt. Das fällt mir als erstes auf, dass der Lift langsamer wird, bevor die Abfahrt kommt. Eieiei. Schaut, hier ist die Abfahrt und der Lift wird echt langsamer. Dass auch ja nicht so schnell runterfährt. Aber gut, es ist eine Kleinkinderachterbahn. Bin ich mal nicht so. So, 9.41 Uhr und Bar Express war jetzt eine gute Idee, denn man muss nicht warten, ich konnte direkt einsteigen und es ist auch eine Achterbahn, also von daher eine actionreiche Fahrt gehabt. Und jetzt gucke ich mal, was ich die letzten 20 Minuten noch so mache. Klar, der vordere Parkteil, der ist jetzt gefüllt, die Virtual Line Tickets liegen jetzt alle nachziehen, das wird dann nicht mehr gelten. Und ich gucke jetzt mal, meine Hoffnung ist vielleicht, dass bei Matterhornblitz oder vielleicht Pegasus, genau, ich gehe jetzt zu Pegasus und zwar wieder etwas schneller. Meine Trainingsringe sind schon geschlossen. Thank you.
9.50 Uhr. Noch 10 Minuten hätte ich. Mal gucken, ob ich da noch was schaffe. Je nachdem, wie lange wir jetzt hier an der Schlussbremse festhängen. So, 9.52 Uhr. In der großen Attraktion schaffe ich nimmer. Aber ich habe mir schon eine Belohnung ausgesucht. Was das ist, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Aber ich möchte jetzt noch eine Attraktion schaffen. Das wird wahrscheinlich Madame Freudenreich Curiosité. So, 3, 2, 1, Bügel geht auf und um Punkt 10 Uhr bin ich aus der letzten Attraktion meiner Challenge ausgestiegen. Ich würde mal sagen, ich habe die erste eineinhalb Stunde hier von meinem Parkbesuch effektiv genutzt. Ich bin jetzt Blue Fire, Tiroler Wildwasserbahn, Alpe Express, A-Tour, Kankan Coaster, Bar Express, Euromir, Pegasus und Madame Freudereich gefahren in eineinhalb Stunde, also 9 größere Attraktionen. Und jetzt lasse ich es ein bisschen entspannter angehen. Natürlich muss man überlegen, ob es einem wert ist. Ich stinke jetzt nämlich wie ein Iltis, habe Gott sei Dank Deo dabei. Davon werde ich jetzt erstmal was benutzen. Und jetzt lasse ich es ein bisschen entspannter angehen an meinem Besuch durch den Park. Und heute Mittag noch entspannter, da besuche ich nämlich eben das Hotel El Andalus und dann den Pool. Nein, Hilderbrötchen, nicht jetzt. Ich mache eine Aufnahme vom Kankan Coaster. 5 Stunden wach und jetzt gönne ich mir anfangen mal ein Frühstück. Die Schlange bei der Petit Boulangerie war jetzt Gott sei Dank nicht mehr so lang wie vorhin. Und jetzt sitze ich hier schön am See in Frankreich, hat auch mal was. Susi wird jetzt denken, ist der völlig bekloppt. Jedes Mal hetzen wir durch den Park, wenn wir die Hilderbrötle kaufen. Aber das habe ich ja schon alles hinter mir und ich lasse es mir jetzt schmecken. Guten Appetit mit einer schönen Aussicht. Ich habe jetzt eine entspannte Runde auf Piccolo Mondo gedreht und bewege mich jetzt wieder ein bisschen eher in den hinteren Parkteil. Vom Gefühl her ist heute trotz des guten Wetters gar nicht so viel los. Wenn man mal die letzten Tage vergleicht, klar, die Wartezeiten liegen auch bei 30 bis 40 Minuten. Wodan und Eurostat halt wieder bei 50 bis 60 Minuten. Aber man muss sagen, das sah die Woche schon anders aus. Und dafür, dass Freitag ist und heute wirklich alle Ferien habe, auch in Deutschland, alle Bundesländer mittlerweile Ferien habe, geht's eigentlich klar. Also ich hätte den Park viel voller erwartet heute.
nachdem ich jetzt noch Snorri-Touren mitgenommen habe und es jetzt Mittagszeit ist und die Susi bald kommt, würde ich jetzt aus dem Park rausgehen und ins Hotel El Andalus einchecken. Ich bin gespannt, ob ich das Zimmer schon habe, ob es schon bezugsfertig ist. Und jetzt zeige ich euch ein paar Eindrücke aus dem Hotel. Jetzt kommen wir nämlich auf das zu sprechen, was ich am Anfang vom Videoblog tatsächlich schon ein bisschen angedeutet habe. So, und herzlich willkommen aus dem Hotel El Andalus. Ich stehe hier auf so einem Hotelgang. Das Besondere hier, das Hotel hat einen, wie soll ich sagen, andalusischen Stil. Also ist verortet im Themenbereich Spanien oder an den Themenbereich Spanien angegliedert. Mit einem wunderschönen Blick jetzt hier in den Hotelgarten, wo sich auch der kleine Hotelpool befindet. Das Hotel El Andalus war das allererste Hotel, das vom Europapark gebaut wurde im Jahr 1995, ist also so alt wie ich. Und ich muss sagen, das geht neben diese ganze große Big Player, Hotel Colosseo, Bell Rock und auch Kronasar immer ein bisschen unter. Ich habe dieses Jahr bereits schon einmal hier im Hotel El Andalus übernachtet und das Hotel hat für mich einfach noch so eine gewisse Philosophie, die andere natürlich auch aufgrund ihrer Größe zwar nicht mehr halten können. Das macht es für mich aber total charmant und das versuche ich jetzt in dem zweiten Teil vom Videoblog ein bisschen rüber zu bringen. Vom El Andalus ist hier die Bar El Circo. Die macht manchmal schon über den Mittag auf und befindet sich eigentlich in unmittelbarer Nähe zum Park. Also das ganze Hotel ist sehr nah an den Park gebaut und man ist wirklich ratzfatz auch im Park drin. Man läuft einfach nur hier diese Gerade entlang, biegt rechts ab und schon steht man vor dem Hoteleingang. Das ist natürlich ein sehr einfacher Zugang zum Park im Vergleich zum Kronasar, wo man ja wirklich erstmal mit dem Shuttlebus hierher fahren muss oder auch beim Bell Rock schon etwas weitere Fußwege in Kauf nehmen muss. Das gefällt mir hier total gut und ein kleiner Tipp, wenn im Park die Hölle los ist, vor allem beim Essen und Trinken, dann könnt ihr auch als Nicht-Hotelgäste euch hier einen Stempel geben lassen und mittags hier in der Bar was trinken. Und ich glaube, das mache ich jetzt mal. Die haben nämlich extrem gute Homemade Lemonades. So, das läuft ja wie am Schnürchen. Unser Zimmer war jetzt auch schon früher bezugsfertig und Susi müsste auch gleich kommen. Ich zeige euch jetzt aber erstmal das Hotelzimmer hier im El Andalus und tretet mit ein. Gesehen, die Zimmer sind sehr geräumig und welche Überraschung, in einem eher spanischen Stil angehaucht. Es ist hier auch kein Parkettboden oder so, sondern es sind Fliese verlegt. Mir gefallen die Zimmer echt gut und ich muss sagen, klar, hier wurde über Jahre hinweg auch immer wieder renoviert. Im Bad verzichtet man beispielsweise auf eine ebenerdige Dusche, aber trotz allem für das, dass das Hotel jetzt 26 Jahre alt ist, sieht es alles echt gut aus und ich finde, man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass es eben das erste und älteste Hotel ist und war. In dem Fall muss man echt sagen, es ist Wahnsinn, mit was für einem Standard der Europapark damals schon Hotels gebaut hat. Ich finde es echt unglaublich und es gefällt mir echt außerordentlich gut hier. Ja.
Mittlerweile hat es die Susi auch geschafft und ist auch hier. Und wir nutzen jetzt den Poolbereich vom Santa Isabel. Das Gute ist, El Andalus, Castillo Alcazar und Santa Isabel sind alle drei miteinander verbunden. Und somit kann man den Poolbereich hier vom Santa Isabel, wie alle Poolbereiche, natürlich mitnutzen. Nur der liegt hier neben dem Außenpool im Innenhof vom El Andalus natürlich am nächsten. Und das machen wir jetzt mal. Ja. Was ich an dem Poolbereich vom Santa Isabel unglaublich toll finde, man hat einen direkten Blick auf Atlantica Super Splash und Wodan. Und es gibt hier noch als Ergänzung Zweigerock für Arme. Das ist der Kinderspielbereich von der Burg. Und hier natürlich der Poolbereich. Wir sind jetzt wieder zurück im Hotelzimmer. War echt erfrischend. Ich finde den Hotelpool vom Santa Isabel wirklich schön. Vor allem, weil man da auch das Gefühl hat, am Park zu sein und beim Schwimmen Achterbahnen zu beobachten. Gibt sicherlich schlechtere Sache. Mir lasst jetzt noch den Tag hier ausklingen. Genieße ein bisschen die Hotelanlage. Es geht vielleicht nochmal in den Park, aber ein bisschen entspannter als heute Morgen. Und ich melde mich bei euch wieder morgen früh, wenn es heißt Frühstückszeit hier im Hotel El Andalus. Einen wunderschönen guten Morgen und vor allem einen sonnigen, passend zu Spanien, guten Morgen hier aus dem Hotel El Andalus. Wir haben, glaube ich, ziemlich gut geschlafen. Wir haben super geschlafen. Und jetzt geht's zum Frühstücksbuffet und zwar hier im Restaurant Don Quixote. Ja, das Don Quixote ist ein Restaurant, das eigentlich auch für den Parkbetrieb im Europapark genutzt wird. Eigentlich hat das Restaurant eine Dreifachnutzung. Einmal als Parkrestaurant, einmal als Hotelrestaurant fürs Abendessen, für die Hotelgäste und einmal eben jetzt als Frühstücksrestaurant. Und das finde ich halt auch hier am El Andalus mega cool, dass man vor allem im Sommer quasi im Park frühstücken kann. Ja, das war's von mir hier vom Hotel El Andalus. Mir habe jetzt ausgecheckt, Frühstücksbuffet war noch echt gut, da hat's an nichts gefehlt. Und ich hoffe, euch ist jetzt ein bisschen ersichtlich geworden, warum das Hotel El Andalus neben diese ganze große Hotels vom Europapark Hotel Resort nicht zu verachten ist. Die Nähe zum Park, die Möglichkeit, dass man quasi auch im Park frühstücken kann und so weiter, das macht's für mich echt gemütlich und wirklich zum tolle und solide Europapark Hotel. Die Nacht kostet 30 Euro weniger als beispielsweise im Kronasar oder im Belrock. Dafür macht man vielleicht auch beim Zimmer, im Bad vor allem ein paar Abstriche. Aber wer darüber hinwegsehen kann und keine ebenerdige Dusche braucht, der macht mit diesem Hotel hier wirklich nichts falsch. Ich glaube, das ist ein echter Geheimtipp. Von mir war es das jetzt. Bis dahin bleibt dran. Ciao.